Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Uncharted 1. Als kurze Information, in diesem Let's Play wird es genauso weitergehen wie sonst auch. Das heißt, ich werde das nicht zusammenschneiden, nicht so wie ich es jetzt im Fallout-Let's Play gemacht habe. Trotzdem, ich hoffe, es geht jetzt Das gefällt mir smooth gar nicht. weiter. Ach nein? Nein, wir sollten uns vielleicht einen anderen Weg zum Hotel suchen. Und um diese Typen einen Bogen machen. Hey, weißt du überhaupt, wie man mit sowas umgeht? Na sicher doch. Ich schleiche mich um sie herum und sprenge ihre Party. Hast du da nicht jemanden vergessen? Tja, da kommst du ins Spiel. Um den musst du dich kümmern. Aber mach es leise. Ach so, leise? Warum sollte ich es leise machen? Das du geht bist ganz sicher, das einfach. Klappt? Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Was heißt denn das schon wieder? Ich werde jetzt so lange spielen, bis hier dieser Punkt weg ist. Ich habe heute nicht so viel Zeit, weshalb ich wirklich nur diesen Punkt hier mache. Bitte schön. Autsch. Keine Munition mehr. Okay. Gott, wie viele sind denn hier? Okay, das ist ein Problem. Cool. Okay. Ich hoffe mal, dass das Schild nicht kaputt gehen kann. Wie schmeckt das? So, das dürften jetzt vorerst alle gewesen sein. So, ich will noch eben was runterschießen. Oh Mist, Verstärkung. Okay, ich weiß genau, wie ich die platt Mist. Mache. Zurück! Ja, und das war's für dich. Hat er denn? Was ist das überhaupt? Eine Browning oder was? Hat einen Stern drauf. Oh, Mann. Ja, ich glaube, das war der letzte. Das ist das Hotel. Jetzt müssen wir nur noch nach oben. Jetzt geht's noch aufs Hotel drauf und danach ist die Folge. Wie gesagt, ich habe heute überhaupt keine Zeit, weshalb die Folge nur so 10, 20, 15 Minuten lang sein kann. Hey! Was? Hier drüben. Schau mal, da ist eine Feuerleiter. Haben wir eine Wahl? Hilf mir mal hoch. Geschafft. Geschafft? Ja. Ah, hier sollte man immer gut bewaffnet reingehen. Ja. Komm schon hoch. Rotata. Hier ist schon okay. Wieder das Problem, was es Sieht im vierten aus. Teil nicht gibt. Gibt es einen anderen Weg? Nicht von hier aus.
was es im vierten Teil nicht gibt. Und das ist diese dämliche Kamera, die einem immer sagt, wo man herklettern soll. Das hatte man gerade, als man die Treppe hochgegangen ist. Weil das kann ich überhaupt nicht leiden. Da hätte ich wirklich in den Momenten eine frei Okay, bewegliche bin Kamera drin. viel lieber. Oh Mist. Der ist einfach auszuschalten, überraschenderweise. Da, ausgeschaltet. Das soll eigentlich ein Bossgegner sein, aber wenn man nur Uzi hat, kriegt man das eigentlich richtig gut hin. War aber gar nicht nett. Es hat einen Generator erwischt. Hilf mir mal. Warum sind die überhaupt Feder gemacht? Nate, los! Das bringt nichts. Ich brauche Strom, um dich da rauszuholen. Hältst du noch durch? Klar, ich werde mir so lange die Füße vertreten. Der Schutzschalter muss irgendwo oben sein. Keine Sorge, ich mach das schon. Toll. Der Strom ist weg und sie steckt fest. Ich schwör's, wenn da ein Zombie um die Ecke ist. Hey, obwohl... Gehen eigentlich diese Kannibalen... Ich hab sie ja eigentlich Kannibalen in dem Video genannt. Gehen diese Viecher eigentlich als Zombies durch? Hier ist jetzt auch einfach. Es ist aus. Okay. Unten bleiben. Hast du mich gehört? Ich habe gesagt, unten bleiben. Oh verdammt, ich habe keine Granate mehr. So, hier oben ist auch noch was, wo ich hin muss. Ich habe ein bisschen schon mal durchgespielt, alleine. Das ist jetzt aber auch schon wieder ein kleines Stück her. Ich muss aber hier hoch. Da ist er! Hey, ich kann hier durchschießen, cool. Das jetzt, da weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, ob das jetzt wirklich eine richtige AK ist. Oder ob das eine, also eine richtige AK-47 oder ob es jetzt eine AK-47M ist. Weil der eine hat einen, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Die AKM hat hat halt eben den Verschluss von einem. Nate? Du hast mich doch nicht etwa vergessen? Die AKM hat einen Verschluss, der halt eben aus Teilen gepresst wurde, in so Form reingepresst wurde, damit sie diese Form haben. Und die richtige AK-47, wie man sie auch kennt, die wurde halt eben gleich geschafft, komm. Aus einem Block halt eben wurden die einzelnen Teile da rausmaschiniert. Und die AKMs sind halt eben die am meisten so kommen.
So. Eben jetzt noch den 0815-Witz. Hey, check it out. Marco. Wirklich? Na komm. Nein. Marco. Polo. Dass die aber auch in dieser Variante noch komm, check it out sagen. Du bist so unprofessionell. Schön, dass ich gerade auf meinem Bildschirm so viel sehe. Oh, stimmt, hier geht's hoch. Warum sind da überhaupt diese Steine? So, da sind wir. Jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel. Klar, hier gibt's ja auch nur zwei oder drei. Die Nadel im Heuhaufen. Vielleicht können wir... Oh, Bingo. Da ist er. Das ist er? Ja, muss er sein. Da, wo sie wild rumballern und die ganzen Explosionen sind? Ach, war ja klar. Nate, da hält sich Lazarevich auf. Ich hatte gehofft, wir würden in die andere Richtung gehen. Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Ich wurde in Sektor 18 gesichtet. Ah, Mist. Wir sind nicht zufällig in Sektor 19. Stadt durchkämmen, finden und aushalten. Der hört sich eher wie ein Japs an. Dieser verdammte Mistkerl. Okay, verschwinden wir hier. Na los, Nate, wir müssen weiter. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Ich glaube, ich kann jetzt noch so weit spielen, bis der Heli ausgeschaltet ist. Verdammt, wie zur Hölle sollen wir da rüberkommen? Ne. Verdammt, pass auf. So ein Mist. Ich hatte mal einen Typen gesehen, der hatte gesagt, das ist aber ein komisch aussehender Savage. Geh schon! Und da habe ich mir echt gedacht, wie dumm muss man sein, um zu malen, dass GTA zuerst kam und dann die Helis insbesondere und dann dieses Teil hier. Ich meine, dieses Spiel ist von grob geschätzt. Das ist eigentlich nicht gerade sehr alt, das Spiel. Aber verglichen mit GTA ist es eigentlich noch recht jung. Aua. Yep, meine eigene Dämlichkeit. Aber wenigstens benutzt die Uzi keinen Primärslot. Alles okay? Ja, alles okay. Dass die keinen. Die scheinen einen Armor Piercing Gurt da dran zu haben, aus irgendeinem Grund. Also mir fällt kein Grund ein, an dem Heli, am Hauptgeschütz davon, etwas anderes außer einem Hochexplosivgurt zu benutzen. Nein, 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 nicht den Aufzug. Das stimmt. Verdammt, was tun die da? Das ist nicht gut. Oh, Mist! Es stürzt ein! Scheiße! Spring! Gedüsch. Dieser Anblick erinnert mich jetzt schon an eine Szene aus dem dritten Teil. Das erinnert mich so an eine Szene aus dem dritten Teil und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, den dritten Teil zu spielen, wenn ich den Anblick angucken muss.
Weil das ist die eine Szene aus dem dritten Teil mit dem Schifffriedhof. Und das ist so eine. Das ist einfach nicht, weil Na ich los. das Level dämlich finde. Das ist auch nicht, weil es ein schlecht Design. Einfach nur, weil ich mich so unwohl in dem Level fühle. DFL. Oh, das tat bestimmt weh. So. Eine Brücke. Cool. Ja, die Widerstandskämpfer haben sie gebaut, um über die Dächer zu kommen. So ein Glück. Im ersten Teil wäre man hier noch einfach runtergefallen. So, hier wird jetzt gleich der Heli ausgeschaltet und danach ist auch die Folge erstmal zu Ende. So. Das ist übrigens auch sehr interessant gemacht, wie der Leben verliert. Und zwar, das Leben, was er hat, sind seine Waffen, die er noch dran hat. Ihr seht, jedes Mal, wenn er getroffen wird, fallen ihm die Waffensysteme ab. Schuss übrig. Scheiße, nicht getroffen. Hier vorne liegt da übrigens noch einer. Andere Seite. Komm schon. Ich glaube, ich habe nicht mehr. Da vorne ist noch einer. Gut. Wunderbar. Ach ja. Und das war's. Sollte das nicht eigentlich anders geschaltet sein, dass man viele Umdrehungen macht, damit möglichst viel Kraft aufgewandt wird, damit die Dingen sich dreht? So, das gibt. Ah, ich habe noch so 5-6 Minuten. Das Kabel. Es bringt uns runter. Los, los. Okay, okay. Das muss doch wehtun. Oh, Scheiße! Oh. 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 Okay. Oh, tut das weh. Oh. Ich suche einen anderen Weg runter. Okay. Ah, oh, guck mal, der Helikopter. Also 5 Minuten habe ich noch.
Oh, ich habe den Granatwerfer verloren, leider. Oh, hey, nicht schießen! Hey! Nate? Was zum Teufel machst du denn Elena? Hier? Elena! Jeff! Was? Du kennst den Kerl? Ja. Das ist Drake. Oh. Sorry. Und? Was hast du mit diesem Chaos zu tun? Willst du die Tempel plündern, das Museum ausräumen? Freut mich auch, dich zu sehen. Und ihr wollt hier sicher nur die Welt retten, stimmt's? Ja. Wir sind einem flüchtigen Kriegsverbrecher auf der Spur. Zoran Lazarevich, schon von ihm gehört? Macht das nicht die NATO? Die glauben, er ist tot. Durch einen Bombenangriff. Und ihr wollt jetzt das Gegenteil beweisen. Weißt du was? Der Kerl ist ein Monster, Nate. Ich meine, Folter, Verstümmelungen, Massenhinrichtungen und so weiter. Aber jetzt plant er etwas Neues. Aber warum hier? Warum die ganze Stadt verwüsten? Das ergibt alles keinen Sinn. Oh. Nein. Sag jetzt bitte nicht, du hast etwas damit zu tun. Das ist lächerlich. Hier bist du, Nate. Ich hab sie abgehängt. Ho, ho, wow. Ist schon gut, Chloe. Das sind Journalisten. Wir müssen weiter, wenn wir nicht wollen, dass Lazarevich uns einholt. Also... Oh Mann, Nate! Hey, hey, Moment. Keine voreiligen Schlüsse, Elena. sorry. Kennt ihr zwei euch etwa schon länger? Oh, Elena Fischer. Vorjahresmodell. Witzig. Nein. Schön, dass du dich amüsierst. Naja, ich hätte dir noch nicht zugetraut, dass du auch solche Mauerblümchen wie die da abfährst. Sie ist viel tougher, als sie aussieht, ehrlich. Oh. Oh, was? Du liebst sie noch. Oh, bitte. Tust du doch. Gib's doch nicht zu. Eifersüchtig. Und wie, Casanova? Wir müssen jetzt weiter. Warte. Die zwei kommen mit. Das ist nicht dein Ernst. Absolut. Ich kann sie nicht einfach hier so zurücklassen. Die halten uns nur auf. Und wenn sie uns erwischen... Chloe. Nate, wenn Lazarevich dich und mich zusammen sieht... Ich werde sie nicht zurücklassen. Musst du denn immer den Helden spielen, verdammt! Nate! Du solltest lieber Prioritäten setzen. Ja, verstehe schon. Trotzdem kommen Sie mit uns. Wir kommen schon klar, Nate. Danke. Denk lieber noch mal drüber nach. Mist. Lauft! Jedenfalls... Vorsicht! Das war's jetzt. Und jetzt? Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, trotz dass ich überhaupt nichts gesagt habe. Abgesehen von hier und da mal ein bisschen. Aber, ich habe heute überhaupt keine Zeit. Und ich will halt eben einfach nur den Uploads, den Upload-Dingens hochhalten, so gut wie es momentan geht. Weil manchmal geht's ja nicht, manchmal wollen die Videos nicht hochladen und ich hoffe, dass es jetzt halt eben funktioniert. Morgen SER vom Panzer 2H oder der Panzerabwehrkanone, der 5 cm Panzerabwehrkanone 38 auf Selbstfahrerfette 2 Sonderfahrgestell 901. Yes. Damit geht's morgen weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.